Geh weg. Ich sehe eine Straße. Und da ich irgendwie nicht die Meldung kriege, dass ich hier was Neues entdeckt habe. Sind wir wohl immer noch. Warte mal. Da ist der Zaun. Da lang müsste der Leuchtturm kommen. Dann gehen wir mal wieder rein. Da war ja noch ein Weg. Aber die Straße runter müsste eigentlich der Leuchtturm kommen, wenn ich mich nicht täusche. An dem Zaun da sind wir nämlich vorbeigelaufen, als wir hier gelandet sind in dem Gebiet. So, wo ist jetzt der Mineneingang? Da ist ein Haus. Nein, ich gehe nicht ein Haus looten. Nein, 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 ich gehe kein Haus looten. Wo ist der Mineneingang? Da ist der Mineneingang. Schwupps, schwupps, schwupps. Metallschrott. So, wieder rein. Ich fülle mal noch mal kurz auf. So. Und da unten ging hier noch ein Weg ab. Und zwar der hier. Der uns nicht sehr weit bringt. Na toll. Es hätte ja nur klappen können. Gut, gehen wir halt wieder raus. Und gehen. Na doch, wir gehen mal in Richtung des Hauses. Vielleicht geht es da ja noch irgendwie weiter. Oder vielleicht geht es ja auch hier. Ach ja, ich kann ja immer noch nicht rennen. Hier irgendwie weiter. Können wir mal eben. Genau, geh mal aus. Du störst. Entfernen. Aha. Hier geht's auch noch lang. Ich habe zwar keine Ahnung wohin, aber was soll's. Hallo? Du schon so schwer überladen, dass du nicht mal mehr über Stöckchen steigen kannst. Da stehen Hagebutten. Die interessieren mich nicht. Und das hier kommt mir auch irgendwie bekannt vor, oder? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Wo lang komme ich hier hin? Mich da lang zu einem Mineneingang, bei dem ich schon war. Ja, doch, von hier sind wir ursprünglich auf diesem Kartenstück gelandet. Na toll. Das heißt, da will ich nicht lang. Also doch mal zu dem Haus. Ach ja, ich kann ja nicht rennen. Erst nachdenken, dann Knopf drücken. Irgendwann lerne ich das.
Wir sind überhaupt nicht langsam. Ganz und gar nicht. Ich fühle mich überhaupt nicht so, als könnte mich jeden Moment eine Schnecke überholen. Ui, bergab geht's schneller. Ui. 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 Da steht sogar ein Zaun. Das sieht mir irgendwie nicht nach einem normalen Haus aus. Könnte das vielleicht... Das ist eine Kirche. Da ist ein Kreuz oben auf dem Dach. Will ich da jetzt noch rein? Ich weiß nicht. Steinkirche. Okay, uns ist warm. Das ist schon mal etwas. Was gibt's denn hier so? Oh. Der hat wohl seinen Weg zu Gott gefunden. Uns nichts übrig gelassen. Handschuhe. Sausebrause. Ja, komm, das nehmen wir jetzt auch mal mit. Was soll's? Wir sind eh schon überladen. Also. Wayne. Eine Pennertonne. Noch eine Knarre. Hm, so kann man nicht. Nein, ich hätte es liegen lassen sollen. Einmannpackung. Ja, brauche ich nicht. Ob ich jetzt noch das Gewehr mitnehmen würde. War das ein Kaninchen? Ah, guck mal, da ist der Leuchtturm. Guck mal hier, die können wir mal zerlegen. Zwei Stück brauche ich nicht unbedingt. So, und dann essen wir mal was. Zack. Und zack. Und sonst noch irgendwer ohne Fahrkarte? Ah, der Rest sieht eigentlich noch ganz gut aus. Okay. Haben wir also eine wunderschöne Kirche gefunden. Herz allerliebst. Komm ich hier überhaupt weg? Vom Leuchtturm und so? Oder muss ich dann jetzt wieder zurück zur Küstenstraße? Da einen Weg suchen, wie ich wegkomme. Hier bin ich bei dem Wasser. Ach, dann liegt ein Hirsch. Da lang kann ich schon mal nicht erkunden, da kommt nur das Meer. Da lang komme ich nicht weiter. Muss ich jetzt wohl doch mal die Straße in diese Richtung entlang laufen. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ansonsten...
müsste ich vielleicht wieder zurück durch die Mine. Auf diesen Zugang zur alten Insel oder wie das hieß. Vielleicht kommt man von da aus noch irgendwo anders hin. Mal schauen. Oh, wir werden ein bisschen müde schon wieder so langsam. Ist ja nichts Neues. Schauen, wie weit wir da lang kommen, aber irgendwie habe ich so meine Zweifel, dass wir weit kommen. Ich muss Schnee rausgehen. Die Klamotten sind bestimmt schon wieder klatschnass. Da vielleicht irgendwie noch irgendwo lang. Ich gucke erstmal hier lang. Das erscheint mir gerade interessanter, als die Straße entlang zu wandern. Ich da zum Beispiel noch ein bisschen höher. Jo. Hallo? 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 Kannst du vielleicht mal bitte? Geht doch. Und es brachte mir nichts, oder wie? Naja, ich hätte es mir im Endeffekt wahrscheinlich auch sparen können. Aha, oder auch nicht. Habe ich hier jetzt was Spannendes, Geheimes entdeckt, oder ist das einfach nur eine Sackgasse? Ich nehme jetzt noch Wetten an. Ich mich jetzt erschrocken. Alter. Wie schaffst du sowas immer, Mädchen? Ach, nicht Escape. Wie hat sie sich jetzt schon wieder das Handgelenk verstaucht? Katies abgelegene Ecke. Okay. Und wo ist Katie? Glaube ich, ein Hirsch. Komme ich hier noch höher? Nein. Nein. Da liegt ein Hirsch. Den ich jetzt mal nicht auseinandernehme. Oh, und ein bisschen Ausrüstung, okay. Ausnehmen in freier Wildbahn. Bogen. Lagerfeuer ausgebrannt.
Okay. Ein Buch. 10 Stunden. Mal schauen. Haben wir das jetzt? Oh, wir haben es ausgelernt. Sehr schön. Und wir haben Hunger und Durst. Hier, gönn dir. Ja, komm. Dann noch ein Schlückchen Wasser hinterher und dann ist die Welt doch wieder in Ordnung. So, Kadaver zerlegen 2. Ich würde jetzt mal gern. Ich habe einen Pfeil. Und hier rennen verdammt viele. Ich hätte einfach losgelassen. Und mein Pfeil ist jetzt wahrscheinlich. Ah, da steckt er. Okay. Einfacher Pfeil, ja. Ich hocke mich hier jetzt mal einfach hin. In der Hoffnung, dass die sich mal wieder beruhigen. Bleibt so ein Kaninchen eigentlich auch mal stehen oder hoppeln die einfach die ganze Zeit rum? Boah, nee. Irgendwie ist das. Nee, lass mal. Ich verzichte. Aber wir können jetzt Kadaver besser zerlegen. Das ist doch auch schon mal ganz schön. Nur will ich das jetzt gerade gar nicht tun. Wo sind wir hier? Da drüben sehe ich einen Zaun. Ich glaube, da drüben sind wir rausgekommen, ne? Als wir hier gelandet sind. Bitte lass mich da wieder hoch. Vielen Dank. Okay, also wieder runtergehen und wahrscheinlich dabei noch 10-mal das Handgelenk brechen. Oder verstauchen oder was auch immer. Ach, hier wäre der Pfeil. Ich bin ganz schön müde. Wir haben 12 Grad. Noch 4 Stunden Tageslicht. Ach komm, die 4 Stunden halten wir jetzt auch noch durch. Hier unten vielleicht noch irgendwas Interessantes, eine Höhle oder so. Nö. Offensichtlich nicht und da ist mir das Meer zu nah. Da sind wir wieder. Hat sich aber gelohnt. Und wenn es halt nur für das Buch war. Ja, ich weiß. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht noch irgendwo hinkommen in diese Richtung.
waren wir schon. Da ist die Motorhaube oben. Sieht noch alles gut aus, bis auf die Müdigkeit.